Hallihallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Wir haben hier gerade hier den Güterzug gesehen, der ordentlich Plus gemacht hat mit der Rohöllieferung. Ja, also läuft schon mal gar nicht mal so schlecht. Was machen wir in dieser Folge? In dieser Folge werden wir uns darum kümmern, dass die restlichen Industrien hier vorne angeschlossen werden an die Güterzentrale von Scottsgrove, also hier vorne. Unter anderem geht es hier um diese Konsorten hier. Und hier habe ich noch eine Stadt hingestellt. Die können wir vielleicht auch noch ans Netz anschließen. Und ja, den Rest haben wir hier schon mal angeschlossen. Und die Stadt muss natürlich auch noch ans Zugnetz angeschlossen werden. Und mit Gütern wird sie schon beliefert. Ein Bahnhof bekommt Little Bodungen aber noch. Was ich auch gemacht habe, ich habe hier vorne ein paar Schiffe fahren lassen. Hier so ein paar kleine Ausflugsschiffe, denn hier steht jetzt ein kleiner Personenhafen mit einem Straßenanschluss hier hin. Und die Straße führt hier hoch zu dieser Burg. Und hier stehen halt Personenmagneten in der Hoffnung, dass vielleicht die einen oder anderen Wandertouristen unterwegs sind hier auf diesen Straßen und sich den Berg hier hoch erklimmen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier schon irgendjemanden sehe. Aber noch sehe ich absolut niemanden. Haben die Personen-Assets die Personenmagnete nicht gegriffen? Oder können die nicht hier drauf laufen, weil das eine Landstraße ist? Gucken wir mal ganz kurz Assets. Die habe ich hier hingestellt. Huch, nee, Straße wollte ich nicht. Das müsste doch theoretisch klappen. Aber ich sehe hier niemanden. Na gut, dann ist das halt so. Dann macht die Linie reines Minus, aber das ist halt eben so. Guck mal, wir sind gar nicht mal so schlecht mehr, was die Einnahmen und Ausgaben angeht. Ach, schau an, hier steht doch tatsächlich die erste Person. Das ist doch schon mal sehr gut. Wir können vielleicht diese Straße noch einmal anschließen. Städtische Straße und dann einmal hier hoch. Jawohl. Sehr gut. Hier stehen auch Leute. Wie läuft die Buslinie? Nicht so gut. Vielleicht zu viele Haltestellen. Okay. Kümmern wir uns darum, noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und zwar schauen wir jetzt mal, dass wir das hier anschließen. Steine. Da habe ich hier diese Mod vom Huge Dragon. Der macht ja wirklich absolut tolle Mods. Und dann würde ich sagen, können wir das hier eigentlich recht gut nutzen. Ich gleiche hier nochmal ein bisschen an und vielleicht könnte man hier so ein bisschen noch ein bisschen Felstextur noch hier hinpacken. So, und die Bäume müssen dann natürlich weg. Das sieht ziemlich dämlich aus, wenn Bäume in Felsen drin stehen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Noch ein bisschen felsiger hier. Sieht ein bisschen sehr künstlich aus, aber sei es drum. Wir haben hier schon Gleise und die können wir prima verwenden. Und das ist wirklich eine super tolle Mod vom Huge Dragon. Dann machen wir das auch. Und zwar gucken wir mal, was wir hier für freie Gleise noch haben. Hier vorne die hier. Ja. So. Eine Weiche. Na. So, weg mit den Tipps.
Dann würde ich sagen, ja, folgen wir einmal im Grunde genommen hier dieser Straße. Und wie machen wir das? Wir fahren hier rein. Auf der Seite. Und auf der anderen fahren wir wieder raus. So, Bahnübergang. Ja, das passt. Wobei ich möchte einen anderen Bahnübergang haben. Nehmen wir den. Okay. Wo sind meine BU-Signale? BU-Gelb, was ist das? Okay. Wiederholerpfosten. Nee, Moment, das hatte ich doch hier bei den Signalen. Und zwar bei den Wegpunkten. Da. Ausreichend Abstand. So, passt schon. Müssen wir auch nicht zweigleisig machen, ne, aber. Was soll's. So, und ich hoffe, dass er dann tatsächlich einmal hier drumherum fährt. Wobei, wir könnten eigentlich zwei Züge fahren lassen. Der eine kommt aus der einen Richtung, der andere kommt aus der anderen Richtung. Wäre das nicht cool? Nee. So, und du fädelst da dann wieder ein. Wie sieht die Weiche aus? Ganz schlecht. Nee. Schon besser. So. Und das ein bisschen kappen. Auch hier gleich direkt auch im Bahnhof reinpacken, aber das machen wir dann gleich. Signale. Also einmal hierhin definitiv, einmal dahin. Hier auf dem Abschnitt lasse ich es jetzt einfach mal. Und hier noch eins hin. Da auch noch. Jawohl. Dann haben wir das eigentlich schon. Dann wäre das an dieser Stelle. Zack. Nee, das ist der LKW-Port. Von hier nach da. Und dann fährst du nicht so, wie ich es gerne hätte. Dann mach das mal besser so. Ja, das möchte ich genauso haben. Und zwar bist du dann... Stein ML zu Lieferung Scottsgrove 1. Ich weiß gar nicht, ob es eine 2 geben wird, aber whatever. So, kommen wir mit diesem Depot da rein. Nein. Wir sind in diesen Gleisen hier. Machen wir einmal so.
So, und dann brauche ich jemanden, der Steine transportieren kann. Dampf. Nee. Sowas für eine Elektrolok. Aber eher eine kleine. ÖBB 1670. Ja. Cargo. Rollende Landstraße. Ich habe übrigens ein paar neue Güterwagen installiert. Die finde ich ganz hübsch. Ja. Jetzt brauche ich jemanden, der Stein transportieren kann. Ja, die sind neu. Die habe ich neu installiert. So, und Stein ML Zulieferung. Was ist? Konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden? Okay. Warum? Was ist, wenn ich den Wegpunkt wieder rausnehme? Auch nicht. Also, von hier nach da. Kann es nicht verbunden werden. Halte ich für ein Gerücht? Oder fehlt hier irgendwo ein bisschen Gleis? Nein. Ach so, vielleicht muss ich hier die entsprechenden Terminals einstellen. Okay, ich bin verwundert. Warum funktionierst du nicht? Nochmal Haltestellen hinzufügen. Also von hier. Der 1. Wo ist die 1? Das ist hier. Ach, da. Zur 2. Okay. Oberleitung, ja. Ach, war das das Problem? Tatsache. Aber dann ist das ziemlicher Quatsch, hier mit Oberleitung, glaube ich, zu fahren, ne? Ja. Dann müssen wir ein bisschen was nochmal umstellen. Und zwar, also. Okay, du fährst schon einmal im Kreis, das ist gut. Allerdings möchte ich dann jetzt doch keine Oberleitung haben. Oberleitung, nein. Ja, jetzt klappt es wieder nicht. Und dann nehmen wir bei der restlichen Strecke auch noch die Oberleitung weg. Ergibt ja nicht so viel Sinn. So, hier auch noch. Und hier auch noch. So, beim Rest, da lasse ich's. Und jetzt müssen wir doch nochmal leider unseren Lok wechseln. Tja, liebe ÖBB-Lok. Kurzes Vergnügen, aber so ist das manchmal. Und dann brauchen wir jetzt
eine Diesel-Lok. Hier, nehmen wir stattdessen. Die hier sieht fast gleich aus. So. Schöne Wagen, oder? Aus der Modwerkstatt. Genau, so, das müsste jetzt funktionieren. Hier müssten dann jetzt auch Steine produziert werden. Und die werden dann wiederum hier hingebracht. Und dann kann die Mainline gucken, was sie damit macht. Wie tut sich eigentlich gerade aktuell unsere Mainline? Ertrag. Macht hohes Minus. Schade. Und wir haben noch viel mehr Minus als zu Beginn der Folge. Okay, gut, ich habe auch gerade einen Zug gekauft, ne? Aber du machst Plus, immerhin. Hier ist ein bisschen was. Wie viel Treibstoff hast du? Ja, auch nicht so viel. Die Stadt müsste definitiv mal wachsen. Naja, gut. Okay, wie sieht es hier bei unseren Personen aus? Ja, hier ist auf jeden Fall schon mal jemand. Aber ist auch hier auf der Straße jemand unterwegs? Vielleicht ist der Weg doch ein bisschen zu weit. Aber dass nicht eine einzige Person spawnt, das wundert mich. Irgendwas habe ich, glaube ich, dann falsch gemacht. Nee, das muss ich mir nochmal auf angucken. Okay, dann haben wir... Na, zurück hier nach Scotts Grove. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. So, wie sieht's aus mit dem hier? Bekommen wir eigentlich irgendwoher schon Baumstämme? Gibt's hier irgendwo schon? Nee, wir haben noch keinen einzigen Wald bisher irgendwo angeschlossen. Haben wir einen Wald in der Nähe? Auch nicht. Ich würde sagen... Können wir aber recht schnell wieder ändern, oder? Wir setzen uns einfach einen Wald irgendwo hin. Wie gesagt, es sind hier recht wenig Industrien. Dementsprechend. Können wir da vielleicht die einen oder anderen noch setzen? Wo kann ein Wald gut hin? Hier, in den Wald. So, und welche Gleise könntest du idealerweise rein? In die hier, ne? Wie viele Züge sind hier unterwegs? Da sind schon zwei, hier ist einer. Hier würde ich gerne meine Mainline durchrasseln lassen. Dann kannst du theoretisch... Ah, du kannst auch eigentlich hier noch rein. In die Gleise. So, passt das vom Signal her? Ja, werde ich gleich noch umstellen. So. Einen Bahnhof der güterigen Art. Einmal hier. Was bist du? Freight Classification Yard. Dich nehme ich jetzt. Ich glaube, das ist eine Mod, die ich jetzt neu reingeladen habe. Was haben wir denn hier? Main Building, klein, mittel, groß. Groß. Länge 280 Meter, würde ich sagen, ist okay. Yard Surface Pavement, okay. Cargo Spawn Location, Erdboden. Ja, mach mal. Oberleitung, ja. Slot, nein. Okay. Dann einmal Gleise. Ja, passt so. Machen wir mal punktuell zweigleisig. So.
und einmal so. Und dann haben wir einmal zack, zack. Jawohl, und du bist dann Baumstämme, ML, Zulieferung, Scotts Grove. Und mit dem Depot kommen wir auch da rein. Dann nehmen wir mal eine... Ja, jetzt nehmen wir eine Diesel... Nee, Moment, jetzt nehmen wir eine Elektrolok. Hier ein deutsches Krokodil. E94 hätte ich hier gerne in grün. So, und Cargo. Jetzt bitte jemanden für Baumstämme. Nehmen wir die hier. Die sind schön. Wobei, der ist ein bisschen kurz, ne? Ja, es passt erstmal. Verlängern können wir den ja sowieso noch. Okay, sehr gut. Dann produziert der hier Baumstämme. Jawohl. Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, hier einmal zack ein bisschen Gleise zu legen. Okay, ist auch egal. Okay, und jetzt schließen wir den hier nämlich an. Und dann nutzen wir jetzt einfach mal diese Gleise hier mit. Würde ich behaupten. Und zwar Gütergebäude. Nehmen wir einfach den wieder. Wobei ich hier vielleicht doch tatsächlich einen Kopfbahnhof. Aber ruhig ein bisschen länger. 2,40. Bisschen slopen. Jawohl. Einmal hier die Weiche weg. Und das Ganze wird zweigleisig gemacht. Und zwar bis hier. Jawohl, das passt. Genau, dann sind wir in diesen Gleisen hier. Hier können wir mal die Straße noch anschließen. So. Genau, das hängt zusammen. Und dann geht das einmal hier rein, da rein und dann hier rein. Ja, da würde ich sagen, können wir einmal das Gleis wechseln und gehen mal da rein. So, einmal das hier weg. Ja. Einmal da rein. Und du einmal da rein. Passt das? Ja, nein. So.
da rein und da rein. Dann haben wir das schon mal hergestellt und jetzt wieder der Bahnübergang. So. Und jetzt Signale noch. Also da. Hier fehlt noch eine Weiche. Da profitiert jetzt natürlich auch unser Ölzug davon, dass es jetzt hier zweigleisig ist. Alles klar. So. Ist es zweigleisig? Nein, ist es nicht. Warum? Du könntest doch zweigleisig sein. Nein, könntest du nicht. Hier fehlt eine Weiche. So, das Signal ist falsch an der Stelle. Einmal dahin. Jetzt bist du zweigleisig. Und wie voll bist du? Oh ja. Sehr gut, dann würde ich sagen, neue Linie. Von hier nach da. Aha, Terminal ist das Falsche. Geh mal in die 2 rein. Sehr gut. Dann bist du Bretta ML Zulieferung Scottsgrove. Was ist mit dir? Du bist noch nicht aufs Gleis gekommen. Warum dann nicht? Doch jetzt. Hat aber lange gedauert. Protestierst du schon etwas? Noch nicht. Aber das ändert sich jetzt mit dem Bretterzug hoffentlich. Ja. Ein Depot. Gebäude. Depot. Stellen wir hier eins hin. Ein. Wo passt dann eins gut hin? Hier vielleicht. Ups. Das war eins zu viel. So. Das kommt wieder weg. Und dann brauchen wir jetzt einen Zug, der... Nein. Nein, nicht Spielladen. Der Bretter transportieren kann. Dazu erstmal immer wieder eine Dampflok. Hier eine 05. Na, viel zu schnell. Das ist, glaube ich, eine Schnellzuglok. Die preußische S9. Cargo. Bretter. Die sind auch neu geladen aus der Mod-Werkstatt. So, und du Bretter.
Sehr schön. Gut. Dann hätten wir das erledigt. Hier kommen dann hoffentlich irgendwann Bretter hierhin. Wir müssen dann gucken, dass wir natürlich noch einen Güterzug hier hinschicken, der Lebensmittel und Baumaterial hierher liefert. Genauso wie ein Zug, der auch Waren noch hierhin liefert. Die beiden Städte sind nämlich schon an die Güterversorgung angeschlossen. Genau. Was mit dir? Produzierst du etwas? Irgendwie nicht. Warum? Naja, gut. Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. In der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall. Was machen wir denn da? Ja, die Personen. Vielleicht eine neue Personenstrecke mal machen. Von Walton nach Scottsgrove, nach Little Bodungen. Könnte man eine Personenzuglinie machen. Hätte doch was. Nein? Gut. Dann danke ich euch. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.